Das ist jetzt mal eine Aufnahme, wie die Sonne voll drauf scheint. Die kommt von Osten, also von hier, von dieser Seite und volle Sonne drauf. Und es hat dann eine super Leistung. Von der anderen Seite. Da ist noch Schatten. Diese Winkel hier, die stören gar nicht. Der gar nicht, weil die Sonne von dieser Seite überhaupt nicht rumkommt. Die geht ja immer nur da hinten rum. Und diese dünnen Winkel da hinten, der äußere da hinten, der stört auch gar nicht, weil die Sonne viel zu hoch steht. Und in der Mitte da auch, also der ist in der Mitte diese Stange hier. Die stört auch nicht. Das ist so ein minimaler Schatten. Da merkt man kaum, dass da die Leistung nachlässt. Heute ist kalt. Heute ist der 18.3. Jetzt zeige ich gleich die Leistung. Heute ist der 18.3.24. 8:32 Uhr und wir haben eine Leistung von 580 Watt. Hier so nach oben schieben. Also hier steht dann direkt 577,4. Das ist ja fast volle Leistung. Ich habe mal jetzt die App umgestellt auf 800 Watt. Wo stand es? Hier, ja, genau, da. Auf 800 Watt. Die war vorher auf 600 Watt eingestellt. Da war 600 Watt ist ja immer die Höchstleistung vom Modul. Und hier sind jetzt, habe ich das mal auf 800 eingestellt, weil der Zeiger war manchmal bis zum Anschlag hier unten und da konnte man nicht mehr so genau ablesen, sind es jetzt über 600 sogar. Und durch die Umstellung auf 800 Watt kann man es besser ablesen. Aber das ist doch gut. Fast volle Leistung um diese Uhrzeit. Und das war die Gesamtenergie von gestern, vom 17.03. hier 3,03 Kilowatt am Tag. Gesamtenergie am Tag. Das war gestern. Da sieht man im März, da ist denn doch mehr Sonne. Da steht die Sonne schon ganz anders am Himmel. Aber ist doch super. Jetzt zeigt die Original-App 589 Watt an. Und jetzt die Uhrzeit 8:52 Uhr. Also das ist nicht viel später als wie vorhin, die Messung. Aber ich glaube, mehr wird wahrscheinlich nicht kommen. Mehr Ertrag ist wahrscheinlich jetzt das Optimalste. Aber das ist doch gut. Also die Original-App, die zeigt immer ein bisschen mehr an als wie die Shelly-App. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme mal an, die ist ja wohl genauer, weil die ist ja im Gerät eingebaut. Die Shelly-App, die zeigt eben ein bisschen anders immer an. Wenn man es umschaltet hier. Ja, die zeigt ja schon im Gerät hier so, da zeigt sie 580 an. Und hier zeigt sie 577,4 an. Zeigt jedenfalls immer ein bisschen weniger an. Aber naja, die paar Watt. Das ist die Gesamtleistung, seitdem die Anlage steht. Die steht ja gerade mal knapp 6 Monate. Und davon sind 4 Monate Winterzeit.
Der Vorteil ist hier bei dieser Shelly-App eben nur, da die App eben live anzeigt. Also wenn eine Wolke vorkommt, dann sieht man gleich, wie der Zeiger runtergeht, so wie eine Wolke vor ist. Das ist das einzige Gute. Man kann es dann live ablesen. Man sieht dann auch, wie der Zeiger andauernd, wenn die Wolken durchziehen, dann geht der hoch und runter. Jetzt haben wir 9:33 Uhr. 590 Watt. Das ist ja schon an der äußersten Grenze von 600 Watt. Und die Leistung ist bis um diese Uhrzeit, 9:34 Uhr, 1,13 Kilowatt. Das war ganz früh am Morgen und schon eine Menge Leistung. Da, die Südausrichtung ist alles wieder bewölkt. Und die Sonne, die ist da. Da. Da ist die Sonne. Hier wollte ich mal hinter den Modulen. Ist alles kalt. Und hier unten der Regler. Alles kalt. Da erwärmt sich nichts. Hab hier einfach nur eine Fliese vorstehen. Das reicht schon aus. Wenn die Sonne von dieser Seite kommt, damit sich der Regler da nicht so erwärmt. Das war alles super. Wie ich schon gesagt hatte, vormittags ist wunderbar die Sonne von der Ostseite. Die geht jetzt langsam so in Süden über. Da ist wunderbar, bringt das Modul wirklich viel. Wir haben noch nicht mal mittags und es hat schon 1,7 Kilowatt erzeugt. Ja, jetzt kommen wir an die Wolken, wird es wieder dunkel. Da. So eine Wolke glaubt man gar nicht, was das ausmacht. Hier zeige ich jetzt noch mal eine Aufnahme, wo die Sonne jetzt von hinten drauf scheint. Und da ist ein ganz minimaler Schatten. Da so. Aber das ist so minimal. Ich hatte ja getestet, habe diese Stangen mal abgemacht, da hinten auch so von der Stange da hinten, die wirft keinen Schatten. Die Stange da hinten ist wie diese hier, die hat immer einen Schlitz und ein Loch, immer so durchweg. Also der Schatten, der ist so minimal, der macht sich gar nicht bemerkbar. Wenn man die Stange da weg abschraubt, braucht man bis da oben einmal abschrauben, zurückklappen, da merkt man keinen Unterschied. So, weiter geht's. Die Kamera hat eben eingeblendet, Systemfehler. Komisch. Nee, der Schatten, der ist so minimal. Und ich habe mal da diese Stange da oben abgeschraubt, zurückgeklappt. Also da merkt man kaum einen Unterschied. Das sind vielleicht 2 oder 3 Watt. Aber das ist auch nur für eine Zeit und dann ist wieder vorbei. Der Schatten wandert ja immer weiter mehr, immer mehr nach da. Die Sonne. Wie steht es da? Scheint von hinten drauf. Also da wirft eine Wolke viel mehr Schatten. Wenn eine Wolke davor der Sonne ist, dann merkt man es wirklich. Da sind gleich 1 oder 200 Watt Unterschied. Aber nicht diese dünnen Stangen hier. Hier ist jetzt
Der Ertrag vom 18.03.24 2,91 Kilowatt. Also da war das gestern besser, da hat es ja über 3 Kilowatt gebracht. Hier. Das war vom 17.03. Da war 3,03 Kilowatt. Aber einen Tag weiter, da waren schon wieder mehr Wolken zur Mittagszeit. Und dann ist es nicht ganz so viel, aber auch genug. Ist doch gut genug.